Hey Leute, willkommen zurück zu Clive Barkers Jericho. Ja, wir kämpfen uns immer noch durch Massen an Monstern, so wie die hier, die platzen nämlich, wenn ich da auf die Pusteln schieße oder zu nahe kommen lasse, dann platzen sie an mir, was weniger gut ist. Boah, du! Stirb, 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 stirb! So, wie gesagt, Pusteln schießen und ich entschärfe sie damit, oder löse sie halt eben schon so aus. Boah, sag mal! Die aushalten. Hier, immer auf den Kopf schießen, dann gehen sie schneller. So. Perfekt. So langsam könnte immer wieder ein bisschen Abwechslung kommen, nicht dieses... War's das? Waren das alle? Weiß man nicht. Okay, was haben wir da? Was ist das denn bitte? Was ist das für ein Gebäude? Ist das überhaupt ein Gebäude oder ist das irgendwie... Ich weiß gar nicht. Die sehen ja ekelhaft aus. Der komische Typ mit langen Bärten und Flügeln sieht... gruselig. Sehr gruselig. Was haben wir da? Wo muss ich denn da hin? Hier? Ich geh mal da hin. Übliche Vorgehensweise, Leute. Ja, genau wie in Glamis. Billy und Rawlings purifizieren die Umgebung. Das wird nicht ausreichen. Ich hab dir doch gesagt, dieses Mal ist es anders. Operation Gottessiegel hat in diesem Augenblick begonnen. Immer wieder dieselbe alte Leier, Devin. Jedes Mal, wenn wir mit etwas in Berührung kommen, das größer ist als wir selbst, senden dich deine Herren und Meister los, um es zu zerstören. Hast du dich noch nie gefragt, weshalb? Was für ein Magier bist du eigentlich? Cole, ihr spioniert uns aus! Verdammt nochmal, tu etwas! Sir! Hä? Wo ist er denn? Wow! Was ist das? Was? Uiuiui! Ja, jetzt kommen mal neue Gegner, aber... Boah! Die sehen ja gruselig aus. Was ist das? Fledermäuse. Riesige. Boah. Widerlich. Widerliche Dinger. Jawohl. Oh, da sind noch mehr. Stirb, 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 stirb. Ich treff die gar nicht. Und Mücke. Mücke gehen mir nicht auf den Keks gerade. So. Genau, bleib liegen. Boah, war's das? Er versucht uns hinzuhalten. So langsam wird es Zeit für eine Erklärung, Priester. Operation Gottessiegel ist der Grund dafür, dass es Jericho gibt. Es gibt einen uralten gnostischen Text, in dem von einem Wesen die Rede ist, das noch vor dem Menschen erschaffen wurde. Die Geschichte kenne ich. Gott konnte seine erste Schöpfung nicht zerstören. Also verbannte er sie von der Erde, sodass er wieder von vorne beginnen konnte. Dann schuf er den Menschen und er versah uns mit Fehlern, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Aber das Erstgeborene war eifersüchtig. Und sein Zorn konnte nicht besänftigt werden. Also wartete es und sammelte immer mehr Macht. Wie bitte? Glaubt ihr etwa an diesen apokalyptischen Bockmist? Es spielt keine Rolle, ob du daran glaubst. In der Geschichte der Menschheit gab es genügend, die es taten. Was immer auf der anderen Seite des Spaltes sein mag, es hat seit jeher versucht, Leute wie Leech dazu zu bringen, es zu befreien. Immer dasselbe. Jedes Mal, wenn wir irgendeine abgefuckte uralte Macht entdecken, kommt irgendein Arschloch in Langley daher und will, dass wir sie an die Leine legen. Nein, wir haben versucht, sie einzudämmen. Okay. Was zur Hölle ist das? Was? Ich brauche dich, Devin. Ah, das Kind wieder. Ross, geh nicht! Nö. Der einzige Weg, dies zu beenden, ist es, mich zu befreien. Wer bist du? Bist du der Erstgeborene? Ach komm. Kann ich dich so befreien? Schieß dir mal in den Kopf, vielleicht hilft das. Hä? Okay, Sequenz. Du hast dem falschen Herrn gedient. Siehst du das nicht ein? Doch ich gebe dir nicht die Schuld. Sie haben auch mich verführt. All die Versprechungen von grenzenloser Macht, von verbotenem Wissen, von den Antworten auf deine drängendsten Fragen. Habe ich nicht recht. Oh. Ihr seid alle Hexen und Ketzer, genau wie wir. Oh, wie siehst du aus? Was sie mit Hexen tun. Was meinst du, wird mit dir geschehen, wenn sonst niemand mehr übrig ist, den man verbrennen könnte? Au. Oh. Ach du. Es tut mir leid, Devin. Aber es will dich. Aua. Ross, verdammter Mist. Rawlings, hierüber. Halte durch, Ross. Verdammt, Ross, wenn du mir wegstellst, bring ich dich um. Komm schon, verdammt, komm schon. Sie kommen näher, tu doch was. Wir verlieren ihn. Lasst ihn, sie kommen von allen Seiten. Frank, hilf mir. Billy. Pass auf. Oh, Kacke. Hä? Okay, was passiert jetzt? Oh mein Gott, er ist tot. Was machen wir jetzt? Voll aufgeschlitzt. Hä? Folgt mir, macht bin ich jetzt, schon, da vorne ist der bin ich jetzt Delgado? Ich hab grad keinen blassen Schimmer.
Sie haben entsperrt, Arnold Leach. Ich bin bei euch, heißt übrigens dieses Kapitel. Ross ist tot. In der Box hat der Tod jedoch seine eigene Bedeutung. Mhm. Interessant, das werde ich... Ja, ich bin immer noch der Typ. Sind wir vollzählig? Nein, sind wir nicht. Wir haben Ross verloren. Ich bin immer noch bei euch. Was? Da ist jemand in ihm drin. Ich kann es fühlen. Delgado, kannst du mich hören? Rawlings, ich bin es, Ross. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, ich bin in ihm drin. Steck die Dinger weg, verflucht. Ich bin es. Beweise es. Herrgott nochmal, Paul. Wirst du mir jetzt endlich glauben oder soll ich Ihnen von Prag erzählen? Nein, bloß das nicht. Wo ist Frank? Was hast du mit ihm gemacht? Er ist immer noch hier. Er ruht sich nur aus. Von wegen ausruhen, du Mistkerl. Verschwind aus meinem Kopf. Wir haben dich sterben sehen. Leach hat dich umgebracht. Nur ein Teil von mir. Faszinierend. Könntest du versuchen, dich mit Abby zu verbinden? Mal sehen. Wer ist jetzt nochmal Abby? Halten Sie leer gedrückt und das Menü... Ah, okay. S. Oh Gott, ist das kompliziert. Drücken Sie jetzt Arm von Black, bis es zu ergreifen. Arschloch. Abby, kannst du mich hören? Ross! Ich hasse das! Verschwinde! Du erdrückst mich! Beruhige dich, Abby! Ah, okay, cool. Jetzt bin ich... Hey, Abby, kennst du den schon? Wie viele lesbische Scharfschützen mit telekinetischen Kräften sind notwendig, um eine Straße freizuschießen? Hey, okay. Ja, lustig. Okay, cool. Ah, das wäre cool. Ich habe einen Sniper und telekinetische Kräfte. Hey, Abby. Jetzt weißt du endlich, wie es ist, einen Mann in dir zu haben. Leck mich! Was? Okay, ich muss wieder Delgado nehmen. Dann mache ich doch so. Nimm Team Alpha und nimm Delgado. Beta war das. Ne, Omega. Alpha und Omega. Das A und O. Halten sie E gedrückt, um. Aber Bin Nili Delgados Vollgeist freizusetzen. Okay, mach ich doch mal. Ach, so geht das. Aha. Entdeckt feindliche Kreaturen und greift sie an. Das ist doch... Ja, und jetzt wie man... Okay, ich habe ihn aktiviert und jetzt... Ich mache mal kurz Taschenlampe. So. Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit das Teil da fliegen. Die Gnade Gottes möge über euch kommen. Und wenn ein Gegner kommt, dann fliegt er automatisch los, oder wie, oder was? Oh, okay. Ist das, was du wolltest? Cool. Wow, 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 wow. Oh, der hat eine Gatling, geil. Was hat er da? Eine Magnum. Ah, ey, das sind ja krasse Waffen hier. Ne, ich lass mal die Gatling. So, wo geht's dann weiter? Ja, nicht schlecht, was der drauf hat. Der kann Feuerdrachen beschwören, kann... Ja, sowas nehme ich hier, den Feuerdrachen, hat eine Gatling. Ich verlasse mich drauf, dass du mich heil aus dieser Sache rausholst. Ich bin immer noch hier, Billy. Möchtest du mit Frank sprechen? Ich weiß, dass du hier bist. Hör mal. Ohne dich und Rawlings wäre ich immer noch in der psychiatrischen Anstalt. Du musst dich nicht bei mir bedanken. Das tue ich auch nicht. Die Anstalt war die Hölle, aber verglichen hierzu. Dort hätte ich zumindest den Zeitpunkt bestimmen können, an dem ich alle mein Ende setze. Du hast mich hier mit reingezogen, also musst du mich auch wieder rausholen. Verstanden? Verstanden. Okay, also die war wohl in der Klapse, die Middle Church. Kannst du dich gerne mit mir verbinden. Aber vermassel es nicht, sonst bekommst du es mit Frank zu tun. Blutmark? Ah, jetzt verstehe ich. Ich verstehe langsam. Moment, dann mache ich so, gehe zu Alpha, Omega, ja. Und wieder Church. Ah, okay. Was, Blutbann? Ja. Was hat die denn? Yeah. Mitzi und eine Mikro-Uzi oder was auch immer. Kann ich da nachladen? Okay. Cool, nur eine Waffe zum Nachladen. Drücken Sie E, um einen Blutbann auszuführen. Das machen wir doch. Ach, das ist das. Ach, das war die. Das war Church. Okay, verstehe, verstehe. Roar. Schlitz euch alle auf. Bam. Das ist ja cool. Ja, die gefällt mir, die Kleine. Yeah. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Was verwendet für diesen Bann ihr eigenes Blut und verliert dadurch Lebenspunkte? Ja gut, es lädt sich ja wieder auf, oder? Also ich meine, es ist ja nicht permanent, dass ich Lebensenergie verliere. Das wäre nämlich schlecht. Wo geht's dann weiter? Hallo? Hier? Okay, gut. Ach, jetzt lerne ich wohl so langsam die ganzen Fähigkeiten kennen. Der Pfad der Seelen. Sie haben entsperrt der Geist von Devin Ross. Also der ich eben war. Okay, cool.
Captain Ross oder der ich immer noch bin. Hat irgendjemand eine Ahnung, wo wir hier sind? Wir sollten uns viel eher fragen, in welcher Zeit wir hier sind. Captain Ross, wenn Sie zu mir springen möchten, haben Sie meine Erlaubnis. Bist du sicher, dass das für dich in Ordnung ist, Cole? Das ist ziemlich invasiv. Sie sind nur ein weiteres Netzwerk, Sir. War klar, dass der Nerd von einem Netzwerk redet. Okay, das ist dann Cole. Ah ja, was kann die? Werfen Sie Granaten? Ah, ich kann Granaten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was? Sie können Granaten weiterwerfen, wenn Sie linke Maustaste gedrückt haben. Okay, na, das ist gut zu wissen. Was kann sie noch? Dann wahrscheinlich schießen, ganz normal. Vorsicht, Granate. Geht doch weg. Wow, nicht schlecht. Ja gut, die machen zwar nicht viel Schaden, so wie es ausschaut, aber ich habe Granaten. Hurra. Hurra. Das ist ja schön. So. Was gibt's hier? Hier haben wir Platz gemacht. Ja, haben wir gut gemacht. Das okay. Wird ja immer besser. Ja, da hast du tatsächlich recht, meine liebe Black. Denn, ja, die ganzen Fähigkeiten, die ergänzen sich ganz gut, finde ich. Sie kann Granaten schmeißen, der hat Feuergeist, Gatling, Katana, Blutmagie. Ja, ist schon nett. Nett, nett. Haben sie sich schon was bei gedacht, die Designer. Boah, der lebt ja noch. Mir kommt es irgendwie vor, als macht die mehr Schaden als Ross. Na gut, nicht zwangsläufig. Wow! Nicht zwangsläufig mehr, aber sie zielt zumindest ruhiger, weil Ross, der hat ja nur rumgewackelt beim Schießen. Yeah. Ja, ist schon lustig, wenn die Köpfe platzen. Okay. Oh. Was ist das denn? Geh weg! Was ist das bitte? Ach du Scheiße, schon zwei tot oder was? Ja, wie kann ich denn... Ah, ich kann jetzt wiederbeleben, wenn ich Ross bin, okay. Ah, okay, okay. Jesus. Oh Mann. So. Ja, ich belebe euch mal. Snippelt ihr nur wieder ab. Ja, ich sollte sie immer ein bisschen zuweisen, von wegen hier so, ne, hier, Hier lang! Gott, wie sie abstöhnt. Yeah. Sieht ja komisch aus, pfui. Aber wenigstens kommen neue Gegner, das finde ich ja gut. Boah, wie sehen die aus? Hilfe. Hilfe, 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 okay. Jetzt gehen die Frames gerade wieder ein bisschen runter. Boah, stirb doch! Kinderspiel. Ja, Kinder. Sie abstellen. Hört euch da mal die Geräusche an. Das ist ja nicht jugendfrei, was es jetzt eh schon nicht ist, aber ich meine jetzt in sexueller Hinsicht. Da malt einer mit Blut. Boah. Sag mal, die kommen jetzt immer um die Ecke oder was? Das ist gar nicht blöde. Okay, was kann ich eigentlich noch alles mit der? Kann ich mal. Kuh? Was ist das? Na, ich mach's mal. Okay. Ja, keine Ahnung, ich kann da irgendwas aktivieren. Ist wahrscheinlich auch für was gut. Werde ich mal testen jetzt beim nächsten Gegner. Was auch. Welche Sorte Mensch war nur zu so etwas fähig? Ach so, die gibt uns Munition oder was? Ich habe jetzt wieder Munition aufgefüllt. Guckt euch das mal an, ich laufe hier auf lauter Leichen. Das ist ja. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ja, ja. Prediger. was ist hier los? Wow. Was ist das denn, bitte? Ich bleib mal in Deckung. Lalalala. Was? Oh, oh. Ja, und jetzt? Wie... Was? Okay, ich muss erstmal Rawlings beleben. Was? Jetzt gib mir. Das ist gut. Jaha. Ich komme ja schon. Wow. Ja, ich hab dir geholfen, nicht du. Wow. Aua, 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 aua. Aua, aua. Oh. Jetzt muss ich kurz warten. Es hat ihn erwischt. Ja, dann bleibt doch mal in Deckung, ihr Idioten. Mann, da rennt ihr mir hinterher. Ja, alles stehen bleiben, Jericho. Och Mann. Nein, leer drücken. Wir sind gleich alle tot. Okay, was? Ja. Ja, 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 ist schon gut. Oh Mann. Ich glaube, das schaffe ich nicht.
Ja, ich schleiche auf die Rückseite. Wie komme ich da auf die Rückseite? Die schießen doch auf mich. Aua. Ja. Okay, alle tot. Ich lasse jetzt mal in Deckung sitzen, meine Leute, und schleiche dann mal selber außen rum. Ich meine, irgendwie muss das ja gehen. Mann, Mann, Mann. So, bin ich wieder hier. Sehr gut. Das ist ja ganz in der Nähe. Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Ja, ja, ja. Jetzt. Hier, bleibt mal alle hier. Und die Mama rennt mal kurz auf die Rückseite. Kann ich da irgendwie... Ich mach das mal. Ach, Zeitschleife. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool. Moment, da renne ich jetzt einfach mal durch. Wie lange hält das denn? Obwohl, ich höre es am Piepsen. Aua. Ach, jetzt hört es auch von selbst. Ah. Cool. Peng. Oh. Ja, ja, ja. Ich komme ja schon. Okay, zu verwenden leer drücken und peng. Oh, sag mal, die schießen ja auf mich. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Mal Zeitschleife an hier. Boah, stirb, du hässlicher. Wie kommen die denn da her, hier? Okay, nächster. Der noch. Wie sie abstöhnt. Und? Okay, geschafft. Aua. Was war das? Ach du Scheiße. Willkommen zum Pfad der Seelen. Eure werden die Nächsten sein. Du bist ja ekelhaft. Was? Quicktime? Nein! Oh, runter, hoch. Links, hoch. Ekelhaft. Oh, ist mir schlecht. Jetzt ist es verschwunden, das Ding. Oh. Euer Wille ist schwach. Eure Magie minderwertig. Akzeptiert mich als eure Herrin oder eure Seelen werden den Weg für unsere ruhmreiche Armee pflastern. Das Erstgeborene? Ich glaube nicht. Wie kann es sein, dass diese Arschlöcher noch am Leben sind? Das ist doch mittlerweile schon 70 Jahre her. 65. Wie war das bei unseren Vorgängern? Wie konnten sie den Spalt schließen? Wir wissen es nicht. Sie sind nie wieder zurückgekehrt. Das klingt ja spitzenmäßig. Vielleicht haben sie uns ja einen kleinen Gruß hinterlassen. Delgado, steck deine verdammte Waffe weg! Frank, was ist los mit dir? Ich habe keine Lust auf ein gottverdammtes Selbstmordkommando. Wenn du dieses Ding auf mich richtest, solltest du es besser auch benutzen. Was hast du getan? Ach, verdammt! Frank, was zur Hölle ist nur los mit dir? Delgado, Waffe weg! Abby, halte die beiden zurück! Sir, können Sie ihn wiederbeleben? Oh, wieder blutet. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Trete zur Seite! Wie böse, ey. Ja, heilen wir dich doch mal. Jesus. Jones, stellen Sie diesen Mann unter Arrest. Tu das nicht, Jones. Er lügt. Wer weiß, was er uns sonst noch verheimlicht. Deswegen musst du nicht gleich Delgado, abknallen. Du hast versehentlich deine Waffe abgefeuert. Das war kein Versehen. Versehentlich, Delgado? Sicher. Ein Versehen. Wir sind noch nicht fertig. Du hättest sie einander töten lassen sollen. Jetzt muss ich das übernehmen. Lichthammer. Ihr seid in der Unterzahl. Überlasst mir eure Seelen oder ihr werdet ewige Qual leiden. Ich glaube, sie will, dass wir aufgeben. Sie hat wirklich Sinn für Humor. Lichthammer, ich bin Peter Paul Rawlings vom United States Army Chaplain Corps. Der Krieg ist vorbei. Lassen Sie uns passieren und wir werden unser Möglichstes tun, um Sie und Ihre Männer aus diesem Fegefeuer zu befreien. Arroganter Bastard! Du wagst es, mich anzusprechen? Ich werde dich deiner Männlichkeit berauben und sie deinen Hexenhuren zum Fraß vorwerfen. Lichthammer hatte schon enorme parapsychologische Kräfte, bevor sie vom Erstgeborenen assimiliert wurde. Wer weiß, wozu sie jetzt fähig ist. Ballern wir doch einfach mal mit hier. Ja, wow. Was bist du da für eine? Gehst du weg? Nein! Machen wir da erstmal Zeitschleife hier. Oh, die kann nur Nahkämpfer, oder wie? Ja, und Zeitschleife aus. Wow. Wo ist sie denn? Ist sie wieder da oben? Was ist das denn für eine? Schießt sie mit Fliegen, oder? Wow, sie ruft die Typen hier. Stirb, stirb, stirb! Wow! Ja, hau mich doch! Hässliches Ding! Du, stirb, stirb! Nein, da ist... Fragment, explosiv. Ah, nehmen wir doch mal explosiv.
Wie kompliziert. Billy, nein. Ja, ja. Hör doch mal auf jetzt. Glaube rechts, was, wie? Drücken Sie Verlass links? Uns nicht, Jones. Ich bin unterwegs. Okay. Wie kann ich jetzt die andere umstellen, bitte? Drücken Sie Q. Hier hat es jemand erwischt. Ach, Glaube und Hoffnung. Okay. Ja. Rollings. Church braucht Hilfe. Ah, okay, mit E, Geisterheilung. Sehe das Kreuz des Herrn. Das Kreuz des Herrn. Billy hat's erwischt. Ah, okay, da muss ich loslassen, die Taste. Gut. Gehorche dem Befehl Gottes, erhebe dich. Ah ja, okay, da kann ich sie über die Ferne wiederbeleben. Ist ja ganz nett. Machen wir doch mal weiter. Ja, ich müsste eigentlich den Part beenden, aber ich hoffe ja darauf, dass jetzt gleich wieder so ein Ladescreen kommt. Und das kommt er auch. Gut, Blackwatch. Entsperrt Agent Muriel Green. Okay, dann beende ich an dieser Stelle die Aufnahme und sage bis zum nächsten Mal.